leck, gut. Größter Fisch ever für mich auf Wurm. Zur Feier des Tages verlose ich 3 Kette Tech Vertic, 3 Vertikalrouten. Ich habe heute die GoPro laufen lassen, obwohl ich eigentlich gar kein Video drehen wollte, aber ich habe mal gedacht, vielleicht passiert ja was. Es ist auch schon was passiert und das möchte ich euch jetzt zeigen. Keine Sorge, ja, wegen dem Fisch grinse ich nicht wie ein Honigkuchenpferd. Natürlich finde ich jeden Fisch geil, ja, aber nee, es ist noch was Größeres passiert. Und wie ihr schon seht, ich bin mit unserem neuen, nennen wir es Kajak, ja komm, in der Projektphase nennen wir es Kajak, mit unserem neuen Musterkajak unterwegs. Oh, jetzt läuft mir die Suppe hinten rein, das hat gerade noch gefehlt. Ah! Warthose drunter, ein bisschen zu tief gehockt. Also ich bin mit unserem neuen Musterkajak unterwegs. Doch keine Sorge, so wird das Teil nicht. Und wenn ihr genau hingesehen habt, habt auch erkannt, dass da einige Dinge nicht funktionieren und wir schon ran mussten. An dieser Stelle vielen lieben Dank an unseren Produktentwickler Chris Enders, der da schon einiges ausgebessert hat. Wir haben uns nämlich ein Teil gekauft, was dem, was wir machen wollen, sehr nahe kommt. Nur wie das Teil gekommen ist, das kann man direkt in die Tonne treten. Aber dazu kommen wir später noch. Ja? Ich will euch ja noch erzählen, warum ich gerade so happy bin. Ja? Und ihr könnt es euch denken. Ich war euch das letzte Mal ja noch ein dicker Fisch schuldig geblieben. Und tja, was soll ich sagen? Der Diss-Teaser und die Würmer, die haben es gerichtet. Gut. Was ein Vieh. Oh, leck. Oh.
voll leck. Lecko mio, ey. Ja. Oh, wie geil. Wie geil. Wie geil. Oh, sorry. Fast die Kamera umgetreten. Mein größter Fisch auf Wurm. Mein größter Fisch auf Disc-Teaser. Boah, ist ein richtiger Bulle. Echt groß, der Fisch. Ihr merkt schon, 2,20 Meter. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier so ganz drauf kriege. Zumindest vorne. Also wahnsinnig massiver Fisch. Hätte ich jetzt echt nicht dran gedacht. Ja, ich wollte ja unbedingt noch hier in dem Gewässer hier zum Saisonabschluss einen 2 Meter Fisch fangen. Aber 2,20, Wahnsinn, ey. Und dann auch noch auf Würmer, ja, mit einem Disc-Teaser. Brutal. Brutal geil. Mega, mega geil. Mega, 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 mega. Oh, leck. Geil oder nicht geil? Größter Fisch ever für mich auf Wurm. Ich bin normalerweise jetzt nicht so der extreme Wurmfetischist. Ich habe es ja auch schon in mehreren Videos erwähnt, wenn ich Spaß haben will, ja, ein paar kleinere Waller fangen will, da klopfe ich gerne und fische gerne mit Würmern. Aber ich habe mal geschworen, nachdem ich schon ein paar Mal jetzt mit Chris Enders, unserem Produktentwickler, gesprochen habe, der wirklich überwiegend mit Wurm auf Waller angelt und da echt brutale Brocken schon gefangen hat, habe ich mal gedacht, hey Carsten, musst du auch mal machen, ne? Und die Strategie, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, war einfach über wirklich eine gute Stelle drüber zu fahren, mehrmals, ja, und einfach nur die Würmer irgendwo in Grundnähe zu halten. Und ich habe halt mit dem Echolot gesehen, dass aktive Fische in der Nähe sind und hatte schon, ja, so 10 Minuten vorher einen Fisch, ein großer Fisch, der am Köder war. Es kann sogar sein, dass das der gleiche Fisch gewesen ist. Anscheinend war der aktiv. Aber kann auch ein anderer gewesen sein. Natürlich erkennt man auf dem Echolot nicht, welcher Fisch das genau ist. Und dann habe ich weitergemacht. Hatte schon so im Hinterkopf, vielleicht wechselst du mal den Köder, vielleicht machst du doch mal den Vertical Jig dran. Und habe aber ein bisschen weitergemacht. Auf einmal sehe ich, wie quasi oberhalb meines Köders ein Fisch, ein Bildschirm kommt. Und ich habe schnell den Köder hochgezogen und zack, ist er drauf geknallt. Und dann begann der wilde Tanz. Und ich muss wirklich sagen, klar, das hier war nochmal ein deutlich heftigerer Drill als der Drill von dem Fisch, den ich mit dem normalen Kajak gefangen habe. Aber es war easy, es war wirklich easy. Ich konnte richtig, richtig Druck machen. Klar, musste dann zwischendurch noch meinen Geber irgendwo abmontieren, weil das hier ist das, ja, ich will nicht sagen das erste Mal. Letztes Wochenende war ich hier auch schon mal kurz damit angeln. Da ging aber nichts und da habe ich auch Teile vom Echolot vergessen. Das war alles so ein bisschen wild. Aber jetzt habe ich das erste Mal so, in Anführungsstrichen, richtig von dem Kajak hier geangelt. Ja? Also ihr könnt mal gerne helfen, einen Namen für das Teil zu finden. Aber wahrscheinlich machen wir das erst später, wenn feststeht, wie das Teil überhaupt aussieht. Weil eins ist klar, ich habe es ja schon angedeutet, wir wollten eine aufblasbare Lösung und eine Lösung, die deutlich stabiler im Wasser liegt als normale Kajaks. Klar, und ich will da jetzt auch gar keinen irgendwo seine persönlichen Kajaks madig machen. Ja? Ich weiß, dass viele Zuschauer richtig gute, teure, affengeile Kajaks haben, die auch stabil sind, die breit sind. Aber Problem bei solchen hochwertigen Kajaks, die kosten A, ein Schweinegeld. Ja, also unter 3.000 Euro kriegt man da nichts. Vielleicht so bei 2.500 fängt es vielleicht an, aber die richtig breiten, die gehen dann, ich habe gesehen, also so, wenn ich mir meinen Wunschkajak zusammenstellen würde, das würde 6.500 Euro kosten. Ja. Und dann habe ich halt so ein schweres Kajak, was ich alleine nicht wirklich transportieren kann. Da brauche ich einen Trailer dafür. Vor kurzem war jemand im Showroom, der mir auch erzählt hat, dass er ein wirklich tolles Kajak daheim hat, aber es kaum noch verwendet, weil der kriegt es gar nicht aufs Dach von seinem Auto. Ja, ist einfach zu schwer. Dann ist der Abstand von den Dachgepäckträgern zu kurz. Selbst wenn er es drauf macht, kann man nicht wirklich gut über die Autobahn damit fahren.
Und ich habe auch bei uns im Kajak gesehen, ich habe es ja in meinem Pickup drin, lass es hinten so ein bisschen rausgucken, das geht. Aber als Chris Enders, dem habe ich auch eins gegeben zum Testen, als der das allererste Mal transportiert hat, wir haben es zusammen irgendwie auf den Dachgepäckträger bekommen, haben es dann festgeschnurrt und ihm ist das Kajak auf der Autobahn fast vom Dach geflogen. Also man muss sich wirklich richtig Gedanken machen, wie man die Teile transportiert. Und wenn man dann zu zweit angeln geht, geht das alles. Aber ich will ja ein Kajak machen, ja, ich nenne es jetzt einfach Kajak, habe ich ja schon mehrmals gesagt, was jeder auch wirklich in einen kleinen Kofferraum kriegt, was auch ein Kofferraum vom Smart passt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ja, was jeder transportieren kann, was man mit auf Reisen vielleicht sogar nehmen kann, mit einem Flieger, ja? Oder mit einem Bus und Bahn. Ja? Ich will einfach was, was man so einfach wie ein abgelassenes Bellyboot transportieren kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Stabilität. Auch ein Kerl von 150 Kilo sollte sich easy draufstellen können, pinkeln können, ohne Angst haben zu müssen, dass man die Krokodilsrolle macht. Die Eskimo-Rolle. Eskimo-Rolle, jetzt weiß ich es, ja. Und man soll auch problemlos davon drillen können. Ja? Und ihr habt es jetzt bei diesem Fisch hier gesehen. Der hat richtig, richtig Druck gemacht. Und ich konnte problemlos dagegen halten, ja? Ohne dass ich Angst haben musste, dass ich wirklich einen Segler mache und vielleicht auch noch die teure Echolot-Technik oder Geldbeutel, Handy, alles untergeht. Gute Transportmöglichkeiten, ja? Einfacher Transport. Mega Stabilität. Und der dritte Punkt ist Preis. Ja? Ich will auf keinen Fall ein Kajak auf den Markt bringen, was, und jetzt lege ich mich mal so ein bisschen aus dem Fenster, was mehr als 1500 Euro kostet. Das ist immer noch viel Geld, ja, aber ich denke so, in dem Preisgefüge wird es nachher landen, wenn wir fertig sind. Aber es soll auf keinen Fall mehr kosten. Und damit kostet es immer noch nur die Hälfte wie die meisten hochwertigen Kajaks auf dem Markt, ja. Ich weiß, es ist viel Geld, ja, soll sich auch nicht großkotzig anhören, aber unser soll halt schon ein bisschen was können und dementsprechend, wir gucken mal, wo wir preislich landen, ja. Unter 1000 wäre man natürlich am liebsten, quasi so ein Volkskajak, aber wir müssen sehen. Es muss noch viel gemacht werden. Ja, habt's ja gesehen, wie, komm, ich zeig's einfach mal kurz. Ihr habt's ja gesehen, wie der Antrieb hier quasi repariert werden musste. Chris hat die Welle verlängert, hat sich mit 3D-Drucker was gedruckt dann hier, musste man noch stabilisieren und dann konnte man es erst verwenden. Weil das Teil, das war wirklich so ein, ich sag einfach mal so ein Billo-Ding, was man teilweise auch auf Alibaba bekommt. Wir wollten einfach mal sehen, was der Markt aktuell hergibt. Ja? Und es gibt von amerikanischen Herstellern wirklich so 3000 Euro Teile, die mit Sicherheit ganz gut sind. Aber auch da sehe ich Verbesserungspotenzial. Und es gibt halt diese Teile, die, ich weiß nicht, 1500 kosten. Da gibt es sogar mehrere im Preisbereich bis 1500. Teilweise auch ein bisschen drunter. Ich glaube teilweise auch für 1000. Aber ganz ehrlich, ich zeige euch in einem anderen Video mal, wie das Teil hier geliefert worden ist. Man konnte den Antrieb nicht verwenden, weil der hier gar nicht drauf passt. Ja, da mussten wir hier Schrauben durchbohren, Löcher reinmachen, dass er hält. Ja, dann war der Abstand von den Pedalen zum Boden war so gering, dass man gar nicht treten konnte. Man musste quasi mit dem Fuß immer den hier machen. Komplette Katastrophe. Also wir mussten den kompletten Antrieb umbauen, was man sicherlich auch nicht einfach mal so daheim macht. Ja, hier eine Welle schweißen, einen 3D-Drucker, so ein Zwischenstück dann noch einbauen. Das macht man ja nicht. Ja, also ich bin froh, dass wir einen Chris haben. Ich hätte das nicht können machen. Die Finne, die Steuerung, da ist alles auseinandergeflogen. Das ging gar nicht. Musste man auch komplett umbauen. Also wirklich ein Schrotthaufen. Das Ding ist gekommen, man hätte es können in die Tonne treten. Ja, wir haben uns zwei kommen lassen mit verschiedenen Antrieben und die waren beide übelst Kacke. Wir wollen jetzt wirklich halt das erste aufblasbare Kajak machen für einen günstigen Preis. Ich sag wirklich für einen günstigen Preis. Ich will die amerikanischen Hersteller, die auch ein, zwei Modelle haben, nicht angreifen. Ja, die sind mit Sicherheit auch toll, aber wir wollen das erste aufblasbare Kajak machen, was nicht teurer ist als 1500 Euro. Sage ich an der Stelle jetzt mal. Ja, was mega geil funktioniert, was mega durchdacht ist, wo ihr richtig viel Spaß habt. Geiles Packmaß. Geile Stabilität und ein geiler Preis, also auf jeden Fall deutlich günstiger als das, was auf dem Markt ist und was taugt. Ja, also das ist so unser Ziel. Allzu viel möchte ich an dieser Stelle nicht mehr verraten. Fakt ist, wir haben schon richtig viele Gedanken gemacht und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Chris ist mit SolidWorks, also unserem Programm, unserem CAD-Programm, schon fleißig dabei, verschiedene Dinge zu konstruieren. Antrieb, Steuerung. Wir haben eine richtig geile Firma, die uns zur Seite steht, die mit uns zusammen das Teil entwickeln will. Wir kriegen dann auch, und das ist das Schöne, weshalb der Preis auch wahrscheinlich so gut wird, wir kriegen die Exklusivrechte für Europa,
Ja? Und die Firma zahlt die ganzen Formkosten, ja, und die Entwicklungskosten, die über die Arbeit von Chris, von quasi unserem Angestellten hinausgehen. Ja? Und darum darf die Firma das dann in den US-amerikanischen Markt vertreiben oder in andere Teile der Welt, Asien und so weiter. Und wir kriegen die Europa-Exklusivität. Und das ist eine coole Sache. Und falls ihr jetzt Bock drauf bekommen habt, ja, ihr müsst noch ein bisschen warten. Ich denke, das wird ein Projekt für 2024. Wenn es mega läuft, kommt es vielleicht schon Ende 2023 auf den Markt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ein kleiner Tipp, ihr kriegt so Teile, ja, hier, wie ihr es auch im Video gesehen habt beim Drill, ihr kriegt es schon auch irgendwo auf Alibaba, aber lasst die Finger weg. Müsst ihr komplett umbauen und habt da keinen Spaß damit, ja. Also wenn ihr so ein günstiges Teil wollt und keine 3000 Euro ausgeben wollt, müsst ihr wirklich wahrscheinlich auf unseres warten, ja. Sorry, dass ich euch so heiß mache, aber ich will euch so ein bisschen dran teilhaben lassen. So, das dieser auf ZEG Plus gibt es ja ein Tutorial, wie man das Teil bindet, die Montage. Ja, und dann wünsche ich euch viel Erfolg damit. Und zur Feier des Tages verlose ich 3, mach mal 3, oh, jetzt habe ich schon ausgesprochen, 3 Kette ZEG Vertic, 3 Vertikalrouten, meine Lieblingsvertikalroute, mit der ich jetzt auch hier einen Fisch gefangen habe. Ja, 3 Stück. Für alle, die auf YouTube mir einen netten Kommentar da lassen. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Sorry für die Länge des Laber-Videos, aber ihr habt ja einen geilen Fisch gesehen. Ich wünsche euch ebenfalls maximale Erfolge am Wasser. Jetzt im Herbst kann es noch ganz gut sein beim Wallerangeln. Ansonsten kommt jetzt auch peu à peu die Raubfischsaison. Ich freue mich auch schon aufs Hechtangeln und man sieht sich beim nächsten Video. Ciao, euer Carsten.